Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit den Masters of the Universe Origins Figuren von Mattel. Und es geht heute weiter mit einem Exclusive, genauer gesagt einem Smith Toy Exclusive, und zwar Mossman in geflockter Version. Ja, allerdings war die Figur nicht allzu günstig. Ich meine, 52,99 war UVP. Ich habe mir für 49,99 bekommen. Momentan steht er bei Smith Toys für 39,99 zum Verkauf, weil es in gewisser Weise ja schon fraglich ist. Eine Deluxe-Figur zu dem Preis ist natürlich schon eine ganze Menge. Ja, ich habe mir trotzdem geholt, weil ja, muss man halt, ne? Muss irgendwie mit am Start sein. Und vor allem diese Version, halt die geflockte Version, ich weiß gar nicht, ob jetzt noch der andere irgendwie angekündigt ist oder wie oder was, ob noch eine normale Version herauskommen wird, aber das war bei Grislore, der auch ein Exclusive war, ja auch nicht der Fall, wo man dann gedacht hat, naja, vielleicht kommt doch nochmal irgendwie eine abgespeckte Version oder sowas auf Einzelkarte heraus, der vielleicht nicht ganz so aufwendig gearbeitet ist, aber das war ja dann auch nicht der Fall, genau wie bei Leech, den ich auch ganz gerne hätte, aber nicht zu den Preisen, wo er denn dann angeboten wird. Ja, ich habe hier noch ein paar andere Figuren natürlich auf dem Tisch stehen, wie man sehen kann. Einmal den Beastman in der Origins-Version, in der Vintage-Version und auch Mossman in der Vintage-Version, um das Ganze nachher nochmal gegeneinander zu halten, beziehungsweise basiert ja Mossman auf, also auch bei der Vintage-Reihe, ne, Mossman basierte ja komplett auf Beastman, allerdings halt ohne Rüstungsteile, ohne Peitsche. Er roch damals schon nach Wald, das hatten sie damals auch hinbekommen, wie bei Stinkor, der nach Patchouli gerochen hat. So war es bei ihm eben mit dem Waldgeruch. Er ist recht fusselig, ich kriege also diese Fusseln nicht so ganz da aus seinem Fell gezupft. Möchte da auch gar nicht so rangehen, weil ich eigentlich ganz froh bin, dass der noch relativ gut beflockt ist. Ja, was man auch schon sehen kann, er leuchtet mehr. Und hier wurde dann doch mehr so eine Sommermischung, sag ich mal, na, nicht direkt Waldboden, aber so eine Sommermischung verwendet. Und das ist halt einfarbig gehalten. Also hier waren noch andere Farbanteile mit im Flock untergemischt oder verschiedene Flockfarben eben zusammengemischt. Und hier ist es eben dann einfarbig und das Ganze auch ein bisschen frühlingshafter. Ja, ohne Zubehör. Hier ist Zubehör bei. Gucken wir uns nachher nochmal genau an, natürlich, aber vorweg, es ist halt, es gab schon mal ein Weapon Pack im Jahr 1983, kam das heraus, aber dazu, wie gesagt, später mehr. So, und die Figuren lege ich mal hin, denn wenn ich jetzt rumwackel und schaue, dann fallen die mir sowieso immer um und das ist ja dann auch blöd, wenn es auf den klappert. Kommen wir erstmal zur Verpackung. Eine sehr schöne, muss ich da anmerken, mit sehr schönen Details und auch wieder sehr schönen Triggern, würde ich gerade sagen, hier Vorschauen, die mit dabei sind. Gucken wir erstmal vorne drauf. Vorne steht Mossman, wie wir ihn kennen, mit seiner Keule in der Hand, ohne Rüstungsteile. Oben fliegt ein Flugsaurier, allerdings mit Düsen unter den Flügeln. Ist mir jetzt auch der Name entfallen. Ich hätte es mir auf den Zettel schreiben können, hätte ich mal machen sollen, aber egal. Aber hinten im Hintergrund sieht man das Eternia Playset, was es ja schon gibt. Den Baum finde ich auch sehr cool mit dem Gesicht. Die Augen wirken ein wenig, ja, so ein bisschen paralysiert irgendwie so. Aber ja, da oben der Flugsaurier. An der Seite haben wir noch einen Saurier stehen, wo He-Man dann drin steckt. Und die Dinger müssten natürlich dann immens groß sein. Aber so einen zu sehen, das müsste schon sehr interessant sein. Muss man schauen, wie sich die Sache dann preislich entwickelt. Andere Seite sind nur Pflanzen zu sehen. Und auf der Rückseite auf jeden Fall noch mal eine ganze Menge. Auch diverse Snake-Men tauchen da auf, von denen ich die Namen also auch nicht weiß. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wo die herkommen, wo dann die Origins halt quasi ist. Das Unterteil kennt man von einer Schlangendame und wird auch beim Necro-Cobra oder so auch verwendet. Eine Figur, die aber angekündigt ist, allerdings sehr cool aussieht. Also dann bin ich auch am Überlegen, den mir eventuell auch, oder die Figur mir eventuell auch zuzulegen. Über Mossman seinem Kopf, hier hat er übrigens dann die gelben Rüstungsteile an und eine Keule in der Hand.
ist noch ein Gebüsch zu sehen, wo ein roter Punkt durchscheint. Es sieht fast auch aus wie ein Gesicht, ein Baum, ein Busch, Buschmann quasi. Ja, so viel dann zur Verpackung. Ich denke mal, ich habe nichts vergessen. Das waren die Sauriergeschichten. Ja, aber Verpackung auch wieder sehr schön gestaltet. So, dann schneide ich hier trotzdem auf. Jetzt klebt mir da irgendwie Klebeband dran. Und das kriege ich jetzt nicht vom Finger los. Das ist doch mal wieder ätzend. Warum? Warum? So, weg. Und da trenne ich hier nur mal den... Finde ich auch so, so eng, dass ich die Packung aufschneide. Das ist aber nicht schön. So. Finde ich auch schön, dass die Klebestreifen nicht hochglanz sind, sondern halt in einem mattierten, aus mattierten Kunststoff. Ne, dann fallen die bei, wenn die Dinger Mock im... oder Weitenziel Box natürlich, im MISP, dann im Regal stehen. Ist natürlich auch sehr, sehr schön. So, hier haben wir einen Schuhbär, den ich mal rausschubiere. Und Mossman eben dann noch im Blister. Gucken wir mal, ob man das Ding hier so rausnehmen kann. Das kann man rausnehmen. Hinten drin ist dann sogar ein Mossman Comic. Und wie in der, ich meine, 2000X, da war es ja, dass er dann auch aus seinen Händen eben Zweige wachsen lassen kann. Auch sehr cool und ja, sehr interessant. Auf jeden Fall. Und Sprechblasen, das Ganze. Ne, halte ich mir mal so ins Bild. Aber Comicgröße und auch mit der Bindung, das kennt man ja, mit der Fadenbindung. Und ja, bin ich mal gespannt. Eine sehr schöne Story auf jeden Fall, aber sie schaffen es nachher. Und das Ganze geht eben dann auch gegen King Hiss. So, ich versuche hier mal was auszupacken. Da haben wir erstmal eine Keule. Ja, da habe ich mal geschaut, weil das sagt mir jetzt nichts. Ne? Hängt leider auch nicht so los. Hätte jetzt am Faden, wäre es auch ganz nett gewesen. Ne? Wie Beastman seine Peitsche, basiert ja auf Beastman. Nur dann eben mit einem Morgenstern. Aber wahrscheinlich auch wegen dem Rumschleudern hätte das dann mehr, wegen Beschleunigung und so, mehr Schäden verursachen können. Es geht ja immer noch um Spielzeug, obwohl das hier kein Spielzeug mehr ist, das ist Sammler-Stuff. Definitiver. Wie tief gesunken? Definitiver Sammler-Stuff. So, jetzt versuche ich mal den Kopf daraus zu drücken. Der ist aber sehr, sehr fest. Ich hoffe mal, dass die Hände oder die eine Hand, die hierbei liegt, besser rausgeht. Noch ein zweiter Grafstein und vor allem das muss man selber. Ohne diese komischen Schnüre, auch sehr schön. So, bevor ich zu Mossman komme, oh, ist der flauschig. Ja, so ein bisschen Farbunterschiede, so ein bisschen Schattierung hat er doch drin. Aber eben nicht so, ist nicht so dunkel. Also der Dunkel gefällt mir. Naja, gut. Okay, leuchtet jetzt ja alles ein bisschen mehr als bei den alten Sachen. So, also, wir haben hier seinen Morgenstern, habe ich ja schon mal ins Bild gehalten. Ja, die Kugel vorne ist auch dran gesetzt. Drehbar, wahrscheinlich nur eingeklippt. Ja, ich will es jetzt nicht auseinanderreißen. Da passiert noch irgendwas. Dann seine Keule. Die Keule hat er ja auch bei der Vintage-Version mit dabei gehabt. So. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die eben von der Vintage-Version abweichen. Klar. Gestaltet wie die Vintage-Version mit einer Greifhand und einer offenen Hand. Jetzt liegt aber noch eine zweite Greifhand mit dabei. Ne? Ist ja ganz nett, dann kann er halt zwei Sachen halten. Es liegt noch ein zweiter Kopf dabei. Der zweite Kopf war auch bei der Moto Classics Version dabei gefügt. Also ein zweiter Kopf, meine ich zumindest, dass da auch so war. Basierend oder der Comic, so wie Beastman eigentlich auch sehen sollte. Ich meine, das war die Comic-Version. Der Kopf halt nur eben in grün. Ne? Auch ganz nett, aber sehr aggro halt. Ne? Und dann hat er halt den Standardkopf, der ja wieder aussieht wie der alte. Und eben die Rüstungsteile von Beastman in gelb. Und die haben ihren Ursprung in einem Accessoire-Pack, in einem Weapon-Pack von 1983. Wo auch diverse Schwerter noch beigelegen haben, wo Laserpistolen beigelegen haben, wo, meine ich, auch die schwarze Wunderrüstung mit beigelegen hat. Und eben auch
dieses Chestpiece von Beastman in Gelb und auch die Armrüstungsteile in Gelb, die ja vorher auch in Rot eben dann bei Beastman mit dabei waren. Netter Zubehörstuff, so ein bisschen, ja, schon interessant. Hätte es jetzt unbedingt sein müssen, die Figur dann, um diese Teile aufzuplustern, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht komme ich da nachher nochmal, wenn ich es nicht vergesse, beim Fazit mit dann dazu. So, ich versuche ihn jetzt erstmal hinzustellen. Ist natürlich jetzt die Sache, sieht aber soweit ja, ganz gut aus. Ja, auch die Knie, okay. Aber ja, die Füße müssen ein bisschen weiter nach vorne geknickt werden. Ja, ich muss ihn jetzt angrabbeln, das geht halt gar nicht anders. Ich will mich da so ein bisschen zurückhalten, wegen des Flocks. Denn im Gegensatz zu den... Achso, Pinienduft. Ja, riecht nach Klebern halt, ne? Also, ja, so ein bisschen... Leicht. Ja. Ist ein bisschen was, aber muss wirklich mit dem Rüssel ins Fell gehen, um da was zu erahnen. Aber, ja, so ein Hauch. Ja, aber nicht, dass man jetzt, wenn man jetzt hier vorne stehen hat oder damit spielt, dass da irgendwie alles duftet wie bei so einem Wunderbaum, der im Auto hängt. Das. Nee. Und ich habe eigentlich eine sehr empfindliche Nase, was sowas angeht. Ja, hier sind ein paar Stellen, wo er wahrscheinlich dann angelegen hat in der Packung, wo der Flock so ein bisschen dann eingedrückt ist. Fällt jetzt nicht unbedingt auf mein Merksam drüber gehen, dass nicht irgendwie eine Vertiefung im Kunststoff ist, der da drunter ist, sondern halt, dass der Flock so sich so ein bisschen anders verhält. Hier an der Seite ist auch so ein Ding. Aber er ist halt komplett geflockt. Auch die Armmanschette ist mit beflockt, war aber bei der alten Version auch. Hatte ich mal ruhig den Origins daneben. Ne? Der hat ja hier die Armmanschette und die ist halt bei Beastman auch beflockt. Na. Gut, hat man halt komplett dann die einzelnen Gliedmaße eingesprüht, ohne was abzutapen, damit er eben, ne, damit man noch genug Geld verdienen kann damit. So. Ja, das Hinstellen. Ein bisschen nach vorne biegen. So, Arme vielleicht ein bisschen nach vorne. So. Sonst die Artikulationspunkte sind die, die man kennt. Also Drehgelenk im Kopf. Ich drücke jetzt ganz schön gegen den Flock. Dann die Beuge- und Drehgelenke im Schulterbereich, im Ellenbogenbereich, die Biege- und Beugegelenke, Dreh- und Beugegelenke in der Hand. Dann Dreh- und Beugegelenk nach innen bei beiden Händen. Da sieht es nicht anders aus. Natürlich das Hüftgelenk nur zum Drehen. Dann Oberschenkelgelenke, die Gelenke hier im Kniebereich. So, dann hier hat er hier in der Mitte... Ja, man kann es auch sehen, die Drehpunkte natürlich, die funktionieren beidseitig. Da dachte ich mir jetzt auch, huch, da ist das mit dem Flock nicht so ganz hingekommen. Aber dafür, dass da ein Drehpunkt ist, sieht das eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. Und ich gucke jetzt laufend hier, ja, da ist so ein bisschen Flock liegt hier. Ja, aber wenig, muss ich sagen, wenig. Ja, okay. Denn ich denke mal nicht, dass die Klebstoffe oder eine Art Klebstoff wie damals in 80er Jahren verwendet werden durfte, wo halt noch ein bisschen mehr Chemie drin war. Ist ja alles ein bisschen umweltfreundlicher geworden und ja, auch für die Gesundheit verträglicher geworden. Und heißt aber auch nicht unbedingt, dass die Sachen dann genauso gut halten wie damals. Ja. Aber es ist noch so, dass hier noch genug auf dem Tisch liegt. Jetzt ist die Frage. Er sieht cool aus. Immer die standardmäßige Keule in die Hand, ne, so Vintage-mäßig. Rüstungsteil kann ich immer kurz umlegen. Ja, das ist halt dann das Gelbe. Sieht vielleicht, sieht ganz cool aus, passt natürlich zu seinem grünen Gürtel. Aber ja, es ist halt, ich bin halt so der Purist. Ne? Also schon schön, das Zubehör dabei zu haben, auch den anderen Kopf drauf zu setzen. Aber er ist mir halt einfach zu aggro. Ne? Die Kopfversion ist mir ein bisschen zu hart. Vielleicht die andere Hand, um noch ein bisschen mehr Spielwert halt hinzuzufügen, aber erstmal wird er so bleiben, wie er denn ist. Großartig Gliedmaß umstecken werde ich jetzt hier nicht. Natürlich könnte man den jetzt auch tauschen oder Teile tauschen mit dem Beastman. Dann hat Mossman halt einen
roten Kopf, weil es ihm dann doch zu viel wird, weil schon wieder irgendwie eine Attacke auf dem Wald ist oder jemand wieder ein Blümchen zertreten hat oder sowas, dann könnte er schon mal ein bisschen genastig werden, ganz klar. So, kurz mal auf die Uhr gucken, ich will es nicht ganz so lange ausarten, aber ihn stelle ich eben auch noch mal kurz daneben. Ne? Das ist also, man sieht also auf jeden Fall auch hier wieder die Ähnlichkeit, da konnten sie wieder sparen. Ist ja auch das. Ne? Es wurde so gesehen ja gespart. Es ist jetzt nichts großartig bei, was nicht schon mal verwendet wurde. Außer bei der Keule. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die jetzt schon mal vorbei war, zumindest bei einer Figur. Also ich kenne sie zumindest noch nicht. Vielleicht bei irgendeiner Origins-Figur, die wiederum nicht so ganz in meinen Themenbereich halt reinpasst. Obwohl ich ja auch Figuren natürlich auch manche Figuren kaufe, die mir gefallen, die jetzt nicht aus der Original-Motu-Reihe stammen, sondern aus der 2000X übernommen wurden oder eben auch andere Ursprünge hatten, wie zum Beispiel Merman in der ersten Skizzenform mit den Puschelohren, sage ich mal. Ne? Mit diesen, die haben auch ein bisschen anders aus. Auch wo die Rüstung anders aussah, den fand ich also damals schon immer cool und eigentlich so gesehen cooler als mit dem Stinktierkopf, mit dem grünen Stinktierkopf. Aber na gut. So, hier kann man auch mal schön den Farbunterschied auch sehen. Ne, manchmal sieht man hier auch mal was Blaues oder was Rotes oder was Weißes. Das sind natürlich die Fusseln, die ja nicht drauf gehören. Aber oberschenkelmäßig hat er da schon was eingebüßt. Also ein bisschen hier oben ist was eingebüßt. Aber der Bereich hier oben, da klebte nie was. Ne? Und das haben sie jetzt dann doch gut hinbekommen, dass überall dann auch Flock vorhanden ist. Und auch die Gesichter. Ja, der Alte guckt noch zur Seite und hat noch Pupillen und man sieht das Weiße in seinen Augen und er hat hier pechschwarze, könnte aber ein bisschen was sein, könnte ein Schimmer sein. Auf jeden Fall einen etwas stechenderen Blick und der Gürtel, ich hätte zwar ein bisschen länger ins Bild, ne? Der Blick ist etwas anders, aber gut, man sieht auf jeden Fall auch die Ähnlichkeit und da haben sich auch wieder Mühe gegeben, die Figur, dass man da eben auch den Beastman nicht irgendwie miterkennt. Ja. Ist ja kein nur gestalteter Kopf. Gürtelfarbe halt ein bisschen heller, Hose ähnlich, ja, ist okay. Ne? Das denkt man schon ganz gut. Irgendwie ist der Helle dann doch gar nicht mal so schlecht. Er tarnt sich dann halt nicht so gut im Gebüsch. Ne? Er ist halt so ein Frühlings-Mossman. Oh, der passt sich auch an, das kann natürlich auch gut sein. Aber auch mit den, sehe ich hier vorne nochmal mit den Fußgelenken, irgendwie tarnt sich das doch ganz gut mit dem Flock. Man muss natürlich schauen, wie das jetzt aussieht, wenn der, ja... Damals war es eine reguläre Figur, zum ganz normalen regulären Preis, wie alle anderen Figuren auch. Und jetzt ist es halt so eine Exklusivfigur, die, wie gesagt, auch nicht so günstig war. Jetzt fällt er nach hinten. Ich will ihn einfach hier mal locker hinstellen, aber es funktioniert immer nicht auf dem Tisch. So. Damals war es eine ganz normale Spielfigur. Der flog da auch mit in die Spielzeugkiste und flog halt rum. Ne? Das war halt so. Ne? Und landet dann vielleicht auch schon mal im Sandkasten. Bei dem ist natürlich jetzt so, ist es keine reguläre Figur mehr. Ja, obwohl die regulären jetzt mittlerweile auch, ich meine, UVP bei 21,99 oder 22,99 liegen, hatten angefangen bei 15,99 oder so in dem Dreh. Ist halt auch schon ein guter Preisanstieg gewesen, aber alles wird teurer, okay. Aber jetzt eine 50 Euro, ja, es ist knifflig. Gut, manche sagen ja, dass die Origins jetzt eh Sammlerobjekte sind, anstatt Spielobjekte. Mattel meinte damals, wo sie wieder mit der Sprache rausrückten, dass sie die Motu-Reihe weiterführen wollen und da sich was ganz Tolles überlegt haben, was dann eben auch für den Massenmarkt, einmal Massenmarkt, und auch für eben auch wieder für Kinder, wirklich wieder Spielzeug sein soll. Nicht wie die, wie die Classics, eben Sammlerobjekte, sondern eben Spielobjekte sein sollen, hat sich das ganz schön geändert. Ne? Also da, mit den ganzen Exclusives, die auch rauskommen und denk mal, wo gerade auch Kinder dann, wenn es überhaupt noch Kinder gibt, die spielen. Spielen noch Kinder mit irgendwas Physischem? Ist ja auch mal so die Frage, oder ist das immer noch unser Altherren-Wunschdenken, dass die Generation nach uns, also ich weiß, dass damit gespielt wird. Ne? Davon mal ganz ab. Und vielleicht mache ich auch mal ein Video, wie die Teile mittlerweile halt aussehen. Brauche ich eigentlich nicht machen, weil da hat sich bislang noch nichts verändert. Bislang waren keine Abbrüche da. Ist alles so gesehen noch top. Außer bei nicht Squeak, sondern hier, der Falke da von das Horse Race, ne? Soa.
Da hängt ein Flügel. Aber es liegt daran, dass der Flügel schon immer hing. Ne? Dass die so labbrig sind, dass durch das Eigengewicht dann der eine Flügel bleibt angemessen gerade, aber der andere, der klappt halt einfach runter. War damals bei der Vintage-Version auch schon, aber da waren die Flügel dennoch etwas steifer. Das ist das Einzige, was irgendwie. Deswegen werde ich mir den Squeak auch nicht holen mit Skeletor, weil das ist das Gleiche dann wiederum, dass der dann irgendwie, wenn er auf seiner Stange sitzt, dann irgendwie ziemlich blöd aussieht, wenn die Flügel so hängen. Oder auch dieser Effekt dann gar nicht mal so gut toll rüberkommt, wie er eben dann noch bei der Vintage-Figur war. Aber gut, es geht um den Mossman, der mir sehr gut gefällt. Ich hau ihm jetzt trotzdem nochmal den Morgenstern in die Hand. So, ja, kann er ganz gut, relativ gut halten. Ja, es funktioniert. Aber ich finde halt, mit seiner Keule ist halt, ja, ne, so ein oller Purist wie ich, der möchte das ganz gern haben, wie es eben auch damals war. So, dann steche ich eben nochmal ihn daneben, so als Abschluss, und ja, das gefällt mir dann doch wieder ganz gut. Naja, der Preis halt nicht, aber ich hätte ihn ja nicht kaufen müssen. Wollte ihn aber unbedingt haben, und ich wollte halt nicht, dass das Gleiche passiert, wie es eben damals auch bei ich weiß gar nicht, ja, hier bei den Leech und sowas, den hätte man ja noch günstiger bekommen können, aber naja, habe ich nicht aufgepasst, und schubs, weg war er dann auch. Ja, das wollte ich halt nicht wieder riskieren und damit gerechnet, dass er jetzt auf einmal 4 Wochen später nach meinem Kauf auf 39,99 gelandet ist, was ja schon annähernd an den nicht Exclusive-Preis, an den Deluxe-Preis doch herankommt. Aber naja, gut. Ich hätte es, wie gesagt, ich hätte es nicht machen brauchen, ich hätte den Preis nicht bezahlen müssen, aber ich wollte Mossman unbedingt haben, weil Mossman fand ich damals auch schon sehr, sehr cool. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein, und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao.